Die Fehler beim Einkauf entstehen eigentlich grundsätzlich durch Überheblichkeit. Die Augenbrauen sind gezupft, die Haare sind getönt. Das Parfüm ist versprüht. Ich sehe gut aus. Und ich? Ich bin dumm, schmutzig, unrasiert. Aber heute gehe ich was lernen. Und genau deshalb kann es nur einen Goldheinz geben. Also das sind zum Beispiel Umlaufmünzen, aber ich sehe jetzt hier schon zwei Münzen, die kein Silber sind. Als ich noch Chef war, musste derjenige Mitarbeiter den Schaden ersetzen oder er durfte gehen. Mit Charakter bezahlt er und mit ganz wenig Charakter geht er. Heinz findet immer mehr Falschmünzen im Tageseinkauf. Aber noch bleibt er für seine Verhältnisse die Ruhe selbst. Die ist auch scheiße. Und ich sehe, dass da noch sehr viel Nachholbedarf ist beim Münzenlernen. Ich habe doch auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Die Gesellschaft ist doch gut zu mir. Die Gesellschaft gibt mir einen Lamborghini als Dienstwagen. Dann habe ich doch auch hundertprozentige Arbeit abzuliefern, oder? Die Betriebstemperatur steigt. Und so hat doch der Arbeitnehmer seinen Lohn. Er darf doch an Weihnachten zu Hause bleiben. Er darf an Ostern zu Hause bleiben. Er darf am 1. Mai demonstrieren gehen. Und ich gebe ihm trotzdem Geld. So wie es aussieht, habe ich schon wieder einen Fehler entdeckt. Da kann ich doch auch gute Arbeit erwarten, oder? Ist das zu viel verlangt? Die Firma wird doch verhungern mit euch. Das ist es nicht. Der Kreis wird doch verarmen mit euch. Work-Life-Balance ist was für, halt, das darf ich nicht sagen, Work-Life-Balance ist was für Verlierer. Wenn ihr so weitermacht, dann muss der mich wieder einstellen. Aber dann gehen zwei oder drei auf einmal. Einen ganz besonderen Job hat Jabes heute zu erledigen. Heinz ist zurzeit ohne Führerschein und deswegen auf Chauffeurdienste angewiesen. Heute können wir mein Auto nehmen. Nein, wir nehmen nicht dein Auto, wir müssen dein Auto nehmen. Hör auf mit dem Scheißgeschwätz. Ja. Das Problem ist, ich muss jetzt zum Bauernwalzer und ich muss zur Sparkasse neues Geld holen. Beim Bauernwalzer hole ich ein paar Goldbarren. Und Jabes darf mich jetzt fahren oder muss mich fahren, da ich ja ein Fahrverbot in Deutschland habe und meine Autos nicht gerade unauffällig sind. Du stehst auf dem hinteren Parkplatz. Ja. Mach die Folge auf. Jabes Hilfsbereitschaft wird für Heinz zum Himmelfahrtskommando. Oh mein Gott! Oh nee! Ach nee, Jabes! Das ist ein Mülleimer, aber kein Auto! Das ist ekelhaft, ey! Ja. Du bist echt ein Schwein. Ich hab extra sauber gemacht schon. Was ist das sauber? Ich war ganz überrascht, dass der Heinz dann zu mir gekommen ist und meine Hilfe wollte. Aber die habe ich ihm natürlich gerne angeboten. Er ist nun mal der Sargnagel, die letzte Lösung. Ich muss ja auch sparen, ich bin ja jetzt Rentner. Oh mein Gott. Oh, da kriegt man die Krätze hier drin. Oh, das klebt. Jabes gibt Gas und der 70 PS Franzose gleitet elegant dahin. Das heißt, wenn was passiert, dann tragst du die Verantwortung für das Geld, für das Gold und für mein Leben. Also mach langsam. Ja. Besser ist das, obwohl für Heinz Schmalzried selbst die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft treten. Wenn ich innerhalb geschossener Ortschaft ein Kraftfahrzeug führe oder auf dem Beifahrersitz sitze, dann schnalle ich mich nicht an, weil im heutigen Stadtverkehr muss man ja glücklich sein, wenn man mal die 30 km/h erreicht. Und 30 km/h, ich bitte Sie, ein Ochse wie ich, der überlebt es. Doch nicht nur Gold weckt bei Heinz Begehrlichkeiten. Er widmet sich auch gerne mal mit allen Sinnen einem Edelstein. Diesen hier will er zu einem Schmuckstück verarbeiten. Ich rede mit jedem Stück, das ich ankaufe. Und wenn ich jetzt mit dem Diamant nicht rede, dann bin ich halt Pfandleier C. Na ja, ein Diamant 0,6 Karat. Ja, da hört man doch schon aus meiner Stimme heraus. Ich bin ein Arschloch und du bist aber noch ein Größeres. Wenn ich ein ehrliches Angebot machen möchte, muss ich mit dem Diamant reden. Und zum Glück gibt der Stein keine Widerworte. Aber wie gesagt, Pfandleier C, D, E, F oder the number one in Germany.
Und für ganz besondere Kunden bietet die Nummer 1 unter den Pfandleihern auch mal seine Dienste als Schmuckhändler an. Ich habe was für Sie. Ich hätte einen Diamant noch, 060 oder 065 Karat habe ich rausgeholt. Das ist noch einer von mir. Ich habe für die Kundin schon mal einen Ring gemacht und ich habe ihr auch schon öfters mal Goldmünze oder Goldbarren verkauft. Das ist eine Dame, die sich einfach sagt, Gold hat mir schon mein Leben gerettet. Es ist die Kriegsgeneration. Gold wird mich auch weiterhin beschützen. Okay? Weißgold oder Gelbgold? Soll ich entscheiden? Okay, danke schön. Ich würde Ihnen dann einen Prinzessinnenring machen. Das heißt, ich fasse Ihnen in der Mitte den Diamant und dann mache ich außenrum lauter kleine Steine. Dann wirkt der innere Stein viel größer, hat mehr Farbe, mehr Glanz, mehr Brillanz. Und dann bespreche ich mit meinem Goldschmied und dann lassen Sie sich überraschen. Okay? Ich mache was Hübsches. Aber noch nicht sagen, es wäre scheiße, gell? Alla. Okay? Ja, danke. Alla, ja. Tschüss, 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 ciao, ciao. Tschüss. Wenn ich den Erstkontakt mit einem Kunden habe, denke ich mir immer, er ist derjenige oder diejenige, die auf der Autobahn nicht weggehen, wenn ich von hinten komme. Wenn ich längeren Kontakt mit dem Kunden habe, dann weiß ich, welches Geist des Kindes ist. Und dann entsteht ja auch ein normales zwischenmenschliches Verhalten. Und woher kommt bei Heinz das Talent zum Schmuckdesign? Es gibt ja Menschen, die haben ein Gefühl für Kultur. Gehöre ich nicht dazu. Es gibt Menschen, die haben ein Gefühl für Geschmack. Gehöre ich auch nicht dazu. Es gibt Menschen, die haben auch ein Gefühl für Design. Gehöre ich auch nicht dazu. Aber es gibt Menschen, die können mit der Auge klauen. Das bin ich. Wenn andere Leute im Biergarten sitzen und sinnlose Sachen aneinander ransprechen, dann stehe ich beim Juwelier, und zwar beim teuersten Juwelier der Stadt, vorm Schaufenster. Und so hole ich mir meine Impressionen und die verarbeite ich dann in meinem kleinen Hirn und dann kreiere ich etwas. Jetzt werde ich mit diesem Stein zum Goldschmied fahren. Ich habe einen Goldschmiedemeister, mit dem arbeite ich schon lange zusammen. Den kenne ich schon seit dieser Körpergröße. Und mit dem werde ich das besprechen und dann werde ich das mit ihm machen lassen. Heinz hat bei seiner Diamantenfreundin offenbar den Geschmack getroffen. Sie ist am Kauf interessiert. Ich kann ja diesen Ring deshalb so günstig anbieten, weil ich ja mit Gebrauchtware arbeite. Und dann arbeite ich ja jetzt nicht mit Diamanten, die ich an der Börse kaufen muss, sondern ich arbeite mit Diamanten, die ich vom Kunden gekauft habe. Und dadurch ist natürlich auch der Diamantenpreis wesentlich günstiger. Und ich kann deshalb verkaufen, ich habe ja keinerlei Kosten. Ich habe keine schwachsinnige, hohle Verkäuferin. Ich habe keine Tür offen und die Klimaanlage an. Bei mir gibt es auch keinen Kaffee. Bei mir gibt es nicht mal ein Glas Wasser. Guter Preis und sonst nichts. Man kann nicht alles haben. Das Glück, den Sonnenschein. Nach ein paar Tagen Sonne muss auch wieder Regen sein. Du kannst mich ja mal am Arsch lecken, Kunde. Kann man den noch ein ganz klein bisschen ändern? Ja, logisch. Und zwar, dass dieser Ring hier, dass das wegkommt und platt ist. Ganz platt? Ja. Also, das heißt, dieser Bügel absäge und dieses Tableau auf diese Ringschiene setze. Genau. Damit er sich nicht so hoch tragen tut, ja. Und nicht irgendwo. Da bleibt, das ist nämlich das Problem bei der Frau. Da bleibt sie überall. Wenn du jetzt wirklich mal eine Strumpfhose anziehen musst, bleibt es da hängen. Jetzt habe ich gerade was dazugelernt. So sind Frauen halt. Wohin sind das her, Türkei? Das war mit an der Kette dran, also ist nicht meins. Ich sehe das, okay. Ja. Nein, ich frage immer nur, weil ich lerne ja was dazu. Aber ich glaube schon dort ungefähr. Das müsste aus der Türkei sein, weil die wird normalerweise in 21,6 Karat gemacht, aber von der Farbe her ist kein 21 Karat. Ich wollte meinen Schmuck heute bewerten lassen und deswegen bin ich halt mal hierher, weil ich habe im Internet auch recherchiert gehabt. Laut der Bewertung steht da drin, dass er nicht unbedingt so nett sein soll. Also nicht jeder kommt mit ihm klar. Super, da
danke für diese Bewertung. Die ist doch geil. Es sind unglaublich viele Worte geschrieben. Google liest nicht, ob der negativ schreibt. Google weiß nicht, ob jemand schreibt, arroganter, herablassender oder unglaublich sympathischer. Ist Google sowas mit scheißegal. Google zählt die Buchstaben. Und ich war nun mal nicht in der Krabbelgruppe Rotkäppchen. Und wir haben nicht Fang den Wolf gespielt. Und das ist nun mal die Krabbelgruppe Marienkäfer. So, meine Damen, Sie kriegen von mir 781 Euro. Ist es in Ordnung? Ja, ich bin geschockt. Sie sind geschockt? Ja, weil damit habe ich nicht gerechnet. Von meiner unglaublichen Attraktivität oder von dem Preis? Von beiden. Oh, wow. Schnappatmung. Warum soll ich mich freuen, weil ich gutes Geld kriegt? Ich freue mich ja nicht einmal, wenn ein Hund bellt. Wenn Sie Lust und Zeit haben, empfehlen Sie uns bitte weiter. Werde ich machen. Und wenn Sie ganz viel Lust und Zeit haben, dann tun Sie bei Google auch eine Kundenmeinung schreiben. Das wird mich freuen. Deswegen bin ich auch hierher, weil ich habe die alle gelesen. Ja, dann schreiben Sie rein, dass Sie der unglaubliche, unwiderstehliche Goldheinz bedient hat. Natürlich.